Moin Leute, mega spannende Entwicklung. Letzte Woche NMX-Akkus, zack, 2 Tage später kam die Meldung von Kettle. Die haben jetzt tatsächlich den ersten brauchbaren Natrium-Ionen-Akku auf den Markt gebracht. Mega spannend. In dieser Folge möchte ich euch zeigen, wie die sich halt im Vergleich zu modernen Lithium-Ionen-Akkus schlagen, auch vielleicht Technologien, Lithium-Ionen-Technologien, die bald kommen werden und wo so die Vor- und Nachteile liegen. Ja? Ich habe mega viel in der wissenschaftlichen Literatur geforscht, um euch da vielleicht auch ein paar spannende Daten zu bringen, die man so in den normalen Nachrichten halt nicht bekommt. Ja, also das hat mich sehr viel Recherche gekostet, aber es ist, glaube ich, hat sich gelohnt und es ist total interessant. Ja? Okay, bevor wir starten, noch mal ganz kurz zur Wiederholung. Das hier ist ein Lithium-Ionen-Akku. Hier ist der positive Pol, da drin steckt die positive Elektrode. Und es ist halt so, dass die Zusammensetzung, die chemische Zusammensetzung dieser positiven Elektrode extrem wichtig ist für die Eigenschaften dieses Akkus. Typische Eigenschaften, die mich da interessieren, sind zum Beispiel die Zyklenfestigkeit, also wie oft kann ich den laden und entladen, ohne dass er kaputt geht. Also die Haltbarkeit quasi, und da haben wir mal ganz schnell zwischen den verschiedenen Zellchemien den Faktor 4 oder mehr. Also da, das ist nicht so ein bisschen, sondern das sind große Unterschiede, von denen wir da sprechen. Auch die Sicherheit ist total unterschiedlich von den verschiedenen Zellchemien. Also ab wann, ab welcher Temperatur fangen die an zu brennen, wie heftig brennen die dann, brennen die überhaupt, und also solche Geschichten halt. Ja. Natürlich ein extrem wichtiger Wert ist auch die sogenannte gravimetrische und volumetrische Energiedichte, das heißt, wenn ich, also wie viel Energie kann ich pro Kilogramm speichern oder pro Volumen, ja? Das heißt, bei gleichem Speichervermögen, wie groß oder wie schwer ist der Akku dann? Das natürlich, könnt ihr euch vorstellen, bei einem E-Auto oder so, wo ich begrenzt Platz und Volumen habe, ein extrem wichtiger Wert, ja? Oder bei Flugzeugen zum Beispiel pro Kilogramm, jedes Kilogramm, was ich da drin habe, ist ganz, ganz übel für den Wirkungsgrad, und aus dem Grunde versuche ich da zum Beispiel besonders leichte Akkus herzustellen. Typische Materialien für solche Lithium-Akkus ist natürlich Lithium. Dann gibt es beispielsweise NMC-Akkus, also Lithium, Nickel, Mangan, Kobaltoxid. Das heißt, da ist Nickel, Mangan und Kobalt drin. Dann gibt es NCA-Akkus, die beispielsweise bei Tesla lange Zeit verwendet wurden oder ich glaube auch noch werden. Das heißt dann Nickel, Kobalt, Aluminium, oder LFP-Akkus, die zum Beispiel im Moment in den Model 3 verbaut sind. Das ist dann Lithium-Eisenphosphat. Und was die alle so gemeinsam haben, oder zumindest NMC und NCA, sind, dass viele der verwendeten Materialien sogenannte Konfliktmaterialien sind. Das heißt so viel, dass für den Abbau dieser Stoffe halt oft keine staatliche Kontrolle erfolgt und dass diese halt durch irgendwie Rebellen oder Milizen halt abgebaut werden, und das halt illegal, und dass dafür halt oft auch Menschenrechts- und Völkerrechtsverletzungen in Kauf genommen werden. Also irgendwas, was wir eigentlich nicht tolerieren sollten. Weiterhin ist es auch so, dass viele dieser Stoffe halt sehr umkämpft sind, also wirtschaftlich umkämpft, und das steigert halt den Preis dieser Akkus. Also auch natürlich eine Preisfrage. Ja? Diese Rohstoffe sind nicht gerade billig, und das ist natürlich auch eine ganz, ganz wichtige Sache. So, der Natrium-Ionen-Akku, von dem wir jetzt sprechen, der hat halt weder Lithium, Kobalt noch Nickel oder irgendein anderes teures und problematisches Material drin. Und das macht ihn natürlich so unglaublich interessant. Ja? Das heißt, wir haben hier auf einmal einen umweltfreundlichen Akku, also einen ressourcenschonenden Akku, der günstig ist und auch gute Eigenschaften aufweist. Das macht ihn natürlich total interessant für unsere Anwendungen, die wir im Moment halt brauchen, also wie E-Autos, also E-Mobilität an sich oder halt auch PV-Speicher und so. Und genau, das schauen wir uns mal an, aber wie der im Vergleich zu den anderen, die wir haben, performt, das natürlich total wichtig ist. Okay, jetzt kommen wir zum Vergleich der verschiedenen Akkus, und was vergleiche ich hier? Ich werde jetzt einmal diesen Natrium-Ionen-Akku von Kettle, wobei, wie gesagt, ich mir einige Daten auch aus wissenschaftlichen Veröffentlichungen und so zusammensuchen musste, wo ich nicht hundertprozentig weiß, ob es wirklich der Akku von Kettle ist, aber so wie der beschrieben wurde, sieht es sehr stark danach aus. Also vermutlich passt das ganz gut, aber ich kann jetzt keine 100-prozentige Garantie dafür geben. Ich habe mir aber viel, viel Mühe bei der Recherche gegeben. Okay, wir vergleichen einmal die Natrium-Ionen-Akkus. Wir vergleichen einen Nickel-Mangan-Kobalt-811-Akku. Das heißt so viel wie 80% Nickel, 10% Mangan und 10% Kobalt. Das ist eigentlich so die Akkutechnologie im Lithium-Ionen-Bereich, die halt sehr... die wahrscheinlich sehr stark zum Einsatz kommen wird, möglicherweise, da die sehr kobaltarm ist und sehr, sehr viel Energie speichern kann.
Weiterhin werde ich noch NMX-Akkus, das hatte ich letzte Woche gebracht, halt, das sind kobaltfreie Akkus, die halt sehr ähnliche Eigenschaften wie die NMC-Akkus aufweisen. Die sind ein bisschen schlechter in den Werten, dafür vollständig kobaltfrei, was die natürlich auch mega interessant macht und sicherlich auch eine sehr, sehr große Rolle spielen wird in unserer zukünftigen E-Mobilitätsentwicklung. Und zusätzlich natürlich noch die Lithium-Eisenphosphat-Akkus, die zum Beispiel eine sehr, sehr, sehr gute Zyklenfestigkeit haben, eine sehr hohe Sicherheit und auch noch preisgünstig herzustellen sind. Ja? Dafür aber eine etwas niedrigere Energiedichte haben. Also, wie ihr seht schon, wir haben hier einen sehr bunten Strauß von verschiedenen Akkus mit sehr unterschiedlichen Eigenschaften. Und jetzt schauen wir uns die mal genau an und vergleichen die. Und das ist echt spannend. Okay, schauen wir uns als erstes die Zyklenfestigkeit dieser Akkus an. Zyklenfestigkeit heißt, wie oft kann ich den Akku laden und entladen, bis er nur noch 80% seiner Kapazität hat. Bei jedem Lade- und Entladezyklus verliert er ein bisschen seiner Kapazität. Und 80% ist so typischerweise der Wert in der Industrie, wo man sagt, okay, der Akku ist durch. Die Natrium-Ionen-Akkus, ihr seht es jetzt hier, ich blende es mal ein, die können ungefähr 1000 Vollzyklen aushalten. Die von mir genannten NMC 811 Akkus liegen so bei ungefähr 2000 bis 2500 Zyklen. Die NMX Akkus, die ich vorgestellt habe, die liegen bei ungefähr 2500 Zyklen, also noch ein bisschen über den normalen NMC Akkus, also sind da etwas besser. Und die Lithium-Eisenphosphat Akkus liegen dann mit 3000, teilweise mehr sogar, je nach Dotierung und so. Eigentlich am höchsten von diesen Akkus. Also die haben die größte Zyklenfestigkeit. Und ich glaube, dass das auch so leider das größte Manko bei den Natrium-Ionen-Akkus ist halt, das ist die niedrige Zyklenfestigkeit. Da seht ihr, sind die Lithium-Akkus etwas besser. Jetzt muss man fairerweise dazu sagen, wenn ich solche Akkus halt in einem eingeschränkten Bereich verwende, zum Beispiel lade ich die nicht komplett voll oder entleere die nicht komplett, sondern zum Beispiel nur 80% der Kapazität nutzen, erhöht sich die Zyklenfestigkeit bei all diesen Akkus enorm. Also da kann man auch ganz schnell das Doppelte rausholen oder so. Das kann halt sein, dass ich halt auch mit den 1000 sehr gut leben kann für einen sehr langen Zeitraum. Als nächstes kommen wir zur spezifischen Energiedichte und das ist oft der Wert, der fast am interessantesten ist. Das heißt, also spezifische Energiedichte heißt so viel, wie viel Speichervermögen hat der pro Kilogramm? Ja? Also wenn ich ein Kilogramm Akku habe, wie viel Speicher kann ich dann bei den verschiedenen Zellchemien, also wie viel Energie kann ich da reinstopfen an Strom und auch wieder entnehmen? Ja, also ein ganz wichtiger Wert. Bei den Natrium-Ionen-Akkus wurde angegeben von Kettle ungefähr 160 Wattstunden pro Kilogramm an Speicher, was schon relativ gut ist. Ja? Bei den Lithium-Eisenphosphat-Akkus, die kämen dann als nächstes, die haben im Moment so, also bei modernen Lithium-Eisenphosphat-Akkus liegen wir ungefähr bei 200 Wattstunden pro Kilogramm, so also ein bisschen drüber. Wobei Kettle auch schon gesagt hat, dass die zweite Generation dieser Natrium-Ionen-Akkus wahrscheinlich auch an die 200 rankommen werden. Ja, aber gut, das ist noch nicht entwickelt, warten wir ab. Aber das ist technisch ist es machbar, also es ist durchaus möglich von den theoretischen Werten her. Die NMC 811 Akkus liegen eigentlich absolut an der Spitze mit 280 Wattstunden pro Kilogramm. Die NMX Akkus lagen, glaube ich, bei 240 bis 260 Wattstunden pro Kilogramm, also irgendwo so dazwischen. Ja. Bei den NMC 811 erwartet man aber auch, dass die sogar über die 300 kommen werden, vermutlich. Also da sieht man, das ist somit der beste Akku, was halt, was das Speichervermögen angeht. Danach ist halt immer noch ein ganz wichtiger Wert, die sogenannte volumetrische Energiedichte. Das ist fast dasselbe wie die spezifische, nur betrachte ich nicht pro Kilogramm, sondern pro Volumen. Also bei gleichem Speichervermögen, wie groß ist der Akku? Ja, was natürlich auch, wenn ich begrenzten Bauraum habe, ein ganz wichtiger Faktor ist. Und da sieht es halt so aus, dass die Natrium-Ionen-Akkus vermutlich. Da habe ich leider keine genauen Werte gefunden, aber die liegen vermutlich so bei 300 Wattstunden pro Liter. Bei den Lithium-Eisenphosphat-Akkus liegen wir so bei 350 Wattstunden pro Liter, also noch ein bisschen drüber, aber wie gesagt, da wird auch noch entwickelt, bei beiden aber. Und ganz weit oben sind natürlich wieder die NMC 811 Akkus, die liegen ungefähr bei 500 Wattstunden pro Liter. Zu den NMX Akkus habe ich da leider keinen Wert gefunden, aber auch da vermute ich, die werden ungefähr bei 450 liegen, also so dazwischen irgendwo, ja. Auch hier die Reihenfolge eigentlich genauso wie bei der spezifischen Energiedichte. So, jetzt kommt der wirklich
absolut wichtigste Punkt vermutlich und oder einer der wichtigsten Punkte, und das sind die Kosten für diese Akkus, ja. Da habe ich jetzt auch relativ lange rumgeforscht und ich sage mal so im industriellen Maßstab, das ist das, wovon wir jetzt hier reden, das ist nicht das, was ihr später kaufen könnt, sondern wenn jetzt so ein großes Werk wie so eine Gigafactory, die halt so in richtig rauen Mengen produziert, was kosten die dann pro Kilowattstunde, ja? So wird das halt immer, also wie viel Euro pro Kilowattstunde kosten die Teile, so wird das eigentlich immer beziffert quasi. So, und fangen wir an. Der niedrigste, und hier ist ja der niedrigste Wert sehr gut, ist jetzt hier in dem Fall tatsächlich der Natrium-Ionen-Akku. Und der liegt im Moment so ungefähr bei 65 Euro pro Kilowattstunde, was echt wenig ist. Und Kettle hat halt schon gesagt, wenn ihre Prozesse noch größer machen können, also das Ganze noch hochskalieren, dann wird das Ganze wahrscheinlich tatsächlich runterfallen bis auf 40 Euro die Kilowattstunde. Und das ist echt der Hammer, ja. Also billiger geht im Moment nicht. Also das ist ein Kracher, ja, das muss man ganz einfach so sagen. Bei Lithium-Eisenphosphat-Akkus, das sind dann die nächst teureren, da liegt man im Moment ungefähr so bei 65 bis 75 Euro die Kilowattstunde, was auch sehr, sehr gut ist. Also ihr seht, die sind dicht dran bei den Natrium-Ionen, wobei ich glaube, dass da noch bei den Natrium-Ionen noch eine große Entwicklung stattfinden wird, weil es gerade erst losgeht, ne? Also da sieht man, da ist noch Potenzial. Bei den NMC 811, das sind nämlich die teuersten Akkus, die haben zwar technisch die coolsten Eigenschaften, sind halt aber auch leider die teuersten. Da liegen wir ungefähr bei 90 bis 100 Euro. Die NMX-Akkus sollen ungefähr so 5% unter den NMC liegen, also so Pi mal Daumen. Okay, die Ladegeschwindigkeit, ja, mega wichtiger Wert, und da ist es halt so, dass da ganz gute Daten eigentlich vorhanden sind. Ich vergleiche die jetzt einfach mal so, dass ich sage, wie schnell kriege ich so einen Akku auf 80% geladen, ja, was ja zum Beispiel für ein E-Auto total interessant ist. Also bei den Natrium-Ionen-Akkus wurde da versprochen, 80% in 20 Minuten, was schnell ist, ja. Bei dem LFP-Akku liege ich ungefähr bei 15 Minuten für dasselbe, also aber auch, wie gesagt, alles sehr ähnlich, wie ihr seht. Und bei den NMC-Akkus werde ich auch ungefähr so in den Dreh liegen. Also da sieht es so aus, als geben die sich da nicht so wahnsinnig viel. Ja? Also das ist bei allen eigentlich relativ gut. Okay, was gibt es noch, was wichtig ist? Die Temperaturabhängigkeit. Ja? Und zwar bei diesen Dingern hier und auch gerade bei Lithium-Eisenphosphat-Akkus ist es halt leider so, dass die niedrige Temperaturen nicht besonders gerne mögen. Ja? Dann verlieren die halt viele ihrer Eigenschaften oder die verschlechtern sich massiv. Also sagen wir mal, als grober Richtwert für die meisten Lithium-Akkus ist tatsächlich so 0 Grad. Ja, wenn ich da groß drunter gehe, habe ich halt ein Problem. Dann bricht mir irgendwie der maximale Ladestrom ein, oftmals die Kapazität. Also da hängen leider sehr viele Werte von ab und das ist halt doof, ne? Weil ich muss die dann je nachdem, zum Beispiel gerade bei einem E-Auto, was ja draußen steht, bei kalten Temperaturen unter Umständen sogar heizen. Und das kostet mich natürlich letzten Endes auch Wirkungsgrad. Und das ist ziemlich cool bei diesen Natrium-Ionen-Akkus, weil da wurde halt versprochen, oder das ist auch bekannt, dass die selbst bei minus 20 Grad noch sehr gut funktionieren und immer noch 90% ihrer Kapazität aufweisen und auch noch fast vollständig nutzbar sind. Also das ist echt auch wieder ein Riesenvorteil. Das heißt, dass diese Natrium-Ionen-Akkus auch vielleicht für kalte Gebiete wahnsinnig interessant werden können, ne? So, was mich auch viele gefragt haben, und da musste ich tatsächlich ziemlich viel Recherche reinstecken, in welchem Spannungsbereich liegen die denn? Also die meisten, die das jetzt, die halt die Akkus so kennen oder damit arbeiten, wissen halt, so ein typischer Lithium-Ionen-Akku, also NMC, NCA und so weiter, die liegen irgendwo bei, was weiß ich, sagen wir mal 3 Volt bis maximal 4,2. Das ist so das Übliche, wo man die verwendet. Die Lithium-Eisenphosphat-Akkus, die liegen viel tiefer in der Spannung. Also da gehe ich maximal bis 3,65 rauf und habe so eine Nominalspannung von 3,2 Volt. Und bei den Natrium-Ionen-Akkus, ich denke auch, wie gesagt, dass das die sind, die Kettle verwendet, habe ich in einem Nature Paper gefunden. Ich blende die Spannungskurve auch mal kurz ein hier. Da sieht es so aus, dass die noch tiefer liegen in der Spannung. Also da scheinen wir irgendwie einen Spannungsbereich von 1 Volt bis maximal 3,2 Volt zu haben. Wie gesagt, das unter großem Vorbehalt, da musste ich viel recherchieren. Ich denke aber, dass es das ist. Das kann sich aber natürlich noch ändern. Ich kenne die Herstellerangaben jetzt nicht exakt, ja, aber das scheint es zu sein. Also da liegen wir noch am tiefsten in der Spannung halt, ja. Okay. Okay, was ist meine persönliche Meinung, so mein Fazit von dem Ganzen? Also erstens mal richtig toll, Hut ab. Also kann ich nur sagen, vielen Dank und cool gemacht an alle Forscher, Entwickler, Unternehmen, die an dem Natrium-Ionen-Akku mitgewirkt haben. Warum sage ich das? Weil das Teil wirklich umweltfreundlich, ressourcenschonend, günstig und konfliktfrei ist. Also
Was will man da sagen? Das ist ein mega Vorteil gegenüber den Lithium-Ionen-Akkus und der überwiegt total in meinen Augen. Ja? Also das sind halt ganz, ganz wichtige Werte. Der hat sicherlich eine etwas schlechtere Performance, also was so Energiedichte und so weiter angeht, als die NMC-Akkus und so weiter. Ich kann mir auch gut vorstellen, dass es in Zukunft auf zum Beispiel in E-Autos auf Mischsysteme hinausläuft. Also ich nehme halt irgendwie einen Teil Natrium-Ionen-Akkus und einen Teil NMC-Akkus oder so und switch die hin und her oder koppel die miteinander. Und kann dann die Vorteile von beiden vielleicht nutzen. Also ich kann mir sehr gut vorstellen, dass man sowas halt irgendwie bauen wird und das macht auch absolut Sinn. Für stationäre PV-Anlagen wird eigentlich sehr gerne Lithium-Eisenphosphat verwendet und da kann ich mir vorstellen, dass den Lithium-Eisenphosphat-Akkus der Rang abgelaufen wird, weil die von den Kennwerten sehr ähnlich sind, ja. Und bei Lithium-Eisenphosphat ist es halt einfach immer noch so, ich habe diese Temperaturprobleme, also bei 0 Grad funktionieren nicht mehr so gut. Das ist zum Beispiel bei mir echt ein Problem. Also ich nutze Lithium-Eisenphosphat für PV und das nervt ein bisschen. Man muss dann wirklich heizen und so weiter, um die Teile am Laufen zu halten. Trotzdem, die haben eine höhere Zyklenfestigkeit, sind aber auch was teurer. Ich denke, der Preis wird es am Ende halt ausmachen. Kann ich mir vorstellen zumindest, dass die Natrium-Ionen-Akkus unter Umständen auch im stationären PV-Bereich die überwiegenden sein werden. Also wie gesagt, aber es ist nur meine persönliche Meinung. Schreibt ihr doch auch mal unten in den Kommentaren, was ihr so denkt, wie es weitergeht. Ich bin total gespannt. Also ihr seht, es gibt einfach einen Riesenstrauß an Akkus und was genau da passieren wird, weiß kein Mensch. Ich auch nicht. Es sind alles nur Schätzungen von mir. Ja, ansonsten vielen Dank fürs Zuschauen. Wenn es euch gefallen hat, dann lasst mir ein Abo da und ein Like. Und dann bis zum nächsten Mal. Macht's gut.